Für sie sind Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht große Idole. Tausende sind zum Trauerzug gekommen, um die Kommunistenanführer zu ehren. 15 Kilometer weit werden sie zu ihrer Gedenkstätte pilgern, trotz starken Regens. Warum bist du heute hier? Vor 100 Jahren wurden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet. Und ihr Kampf ist heute noch aktuell. Das sehen wir an der steigenden Militarisierung. Das Rassismusproblem, das wir in Deutschland haben, also der Rechtsruck, den sehen wir nicht nur mit der AfD. Das alles sind Gründe, um heute hier zu sein. Es ist eine Tradition, die vor 100 Jahren begann. Hunderttausende Menschen folgten damals den Särgen der beiden Revolutionäre. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht wurden am 15. Januar 1919 vom rechtsradikalen Freikorps erschossen, mit einer möglichen Beteiligung der SPD. Der Doppelmord spaltet die deutsche Linke bis heute. Tekle Setagio kommt aus Australien. Er studiert in Berlin Physik und ist in der sozialistischen Studentenbewegung aktiv. Für ihn ist Rosa Luxemburg eine außergewöhnliche Frau. Rosa Luxemburg war eine wichtige Figur, eine Revolutionärin. Sie war auch Feministin mit einer sehr starken Stimme. Eine Frau mit einer starken Position in einer Zeit, in der Diskussionen normalerweise von Männern dominiert wurden. Das Ziel des Trauerzuges, die Gedenkstätte der Sozialisten auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde, eine Pilgerstätte der Linken im Osten Berlins. Hier legen die Demonstranten ihre Kränze und Nelken nieder für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Tekle ist beeindruckt, dass heute noch so viele an sie denken. Sie haben für bessere Bedingungen für die Arbeiter überall auf der Welt gekämpft. Wir müssen uns heute immer noch Sorgen um Mieten, Jobs oder Obdachlosigkeit machen. Und das nicht nur hier. Ob Liebknecht und Luxemburg für die späteren Gewalttaten im Namen des Kommunismus verantwortlich zu machen sind, ist fraglich. Klar ist, ihr Gedenktag wird von verschiedenen Gruppen instrumentalisiert, auch 100 Jahre nach ihrem Tod.